Die Lektion 154 in deiner wunderbaren Geisteserforschung. Ich bin unter den Dienern Gottes. Und wer entscheidet das? Willst du es heute sein? Willst du heute unter den Dienern Gottes sein? Dann ist das, was dir im Himmel zugewiesen wurde, wird dir gegeben. Und wenn du glaubst, dass du dessen nicht würdig bist, dann täuschst du dich. Wenn du dich selbst beurteilst, beurteilst du andere. Und so wie du dich beurteilst, so beurteilst du andere. Das, was du in einem anderen siehst, kannst du nur deshalb sehen, weil du so über dich denkst. Bist du ein Bote Gottes, dann wirst du die Botschaft Gottes weitergeben. Bist du ein Bote des Ego, dann wirst du die Botschaft des Ego in allem sehen. Und das Verrückte daran ist, dass die Urteile, dass du die Beurteilungen, die du über andere gibst, nicht wahr und nicht falsch sind. Sie existieren nicht. Jedoch machen sie dich zu dem, was du tust. Deine Urteile existieren nicht. Deine Urteile über gut oder schlecht sind nicht existent. Sie sind eine Illusion. Jedoch machen sie die Illusion wirklich. Und heute hast du eine erneute Möglichkeit, tiefer zu verstehen, was dir im Himmelreich schon gegeben wurde. Wenn du dich dazu entscheidest, ein Diener Gottes zu sein, und vermutlich weißt du noch nicht, was das bedeutet, und vermutlich verstehst du noch nicht, welche Kräfte dir hierbei zuteil werden, aber deine Entscheidung mobilisiert Kräfte und Energien, von denen du jetzt noch nichts wissen kannst, weil du an die illusionäre Welt deiner eigenen Urteile glaubst, die nicht existieren. Ist das nicht lustig? Wir wollen heute weder arrogant sein noch falsche Demut haben. Über solche Torheiten sind wir hinausgegangen. Wir können uns weder beurteilen, noch brauchen wir das zu tun. Das sind nur Versuche, die Entscheidung hinauszuzögern und das Einlassen unsere Funktion hinauszuschieben. Es ist weder unsere Rolle, ein Urteil über unseren Wert zu fällen, noch können wir erkennen, welche Rolle die beste für uns ist und was wir tun können in einem größeren Plan, den wir nicht in seiner Gänze sehen können. Unsere Rolle wird uns im Himmel zugewiesen, nicht in der Hölle.
Und das, wovon wir denken, es sei Schwäche, das kann Stärke sein. Was wir für unsere Stärke halten, ist oft Arroganz. Der größere Plan beinhaltet, dass du erwachst in Christus. Und der kleine Plan ist, dass du verwelkst im Ego. Und es obliegt deiner Entscheidung, wessen Weg du gehst. Die Kraft der Entscheidung ist dein. Stimmst du dem größeren Plan zu, indem du dir heute zugestehst, ich bin unter den Dienern Gottes? Oder stimmst du dem kleinen Plan zu, ich bleibe in meiner selbstgemachten Hölle? Und vielleicht glaubst du, wir können es nicht genug wiederholen, vielleicht glaubst du, dem größeren Plan zuzustimmen, bräuchtest du noch mehr Wissen. Du bräuchtest noch mehr Erfahrung. Du müsstest den Plan kennen, damit du ihn überhaupt gehen kannst. Du wirst den Plan, das ist zu viel gefordert, das will das Ego. Es braucht wieder ein Ziel, es braucht wieder eine bestimmte Sicherheit, es braucht wieder eine bestimmte Ausrichtung. Du musst den Plan nicht kennen. Er ist schon in dir gelegt und du wirst ihn erfahren, wenn du ihm zustimmst. Und du wirst ihn in jedem Schritt erkennen. Und überall, wo du bist, erfährst du den größeren Plan immer im Moment. In diesem einen Moment erfährst du den größeren Plan. Und nicht in einem intellektuellen Verständnis, was in 2 oder 3 Jahren sein soll. Der Plan ist jetzt verfügbar oder gar nicht. Und du wirst nur in diesem einen gegenwärtigen Augenblick vollkommenes Vertrauen finden und nicht in deinen kleinen Zukunftsplänen, die morgen schon wieder anders sein können, weil es irgendwie doch nicht so ganz passt oder weil du im Zweifel bist. Der große Plan ist sicher. Und in dieser Sicherheit erfährst du sichere Beziehungen. Du erfährst Beziehungen im absoluten Vertrauen und nicht mehr im Zweifel. Und das ist natürlich alles neu und du wunderst dich, wie das so sein kann. Und dennoch freust du dich über alle Maßen, dass es so ist. Und du kennst den Plan zwar nicht, aber dennoch kannst du ihn fühlen. Und er gibt dir in jedem Augenblick ein Gefühl der Freude, des Glückes, der Schönheit und Dankbarkeit, die nie vergeht. Du weißt ganz genau, du bist hier mit etwas in Berührung, das nie vergeht. Es ist aus der unendlichen Quelle des Jetzt zu dir gekommen, weil du zugestimmt hast, dass du ein Diener Gottes bist und dich unter den Dienern Gottes begreifst. Und ihr werdet zusammengeführt und unterstützt euch gegenseitig. Und die Menschen kommen zu dir, denn sie wollen dich hören. Sie wollen mit dir in Kontakt sein. Und du gehst in die Straßenbahn. Und du begreifst dich als Diener Gottes, der nicht mehr über irgendwelche Menschen urteilt, sondern die Liebe ausdehnt und das Glück
Urteil ist ihm fremd geworden, denn er will nur noch die eine Funktion erfüllen. Und die Menschen warten auf dich. Sie warten auf dich, der die Botschaft der Liebe weitergibt. Sie warten auf dich, der den Segen Gottes weitergibt. Und sie kommen zu dir, weil sie von dieser ewigen Quelle des Glückes trinken wollen. Und sie müssen nicht wissen, wieso sie das tun. Sie werden von dir angezogen. Sie kommen. Deine Schüler warten. Auf dich, bis du dem alten Versprechen zustimmst, das du schon längst gegeben hast, den großen Plan zu erfüllen und hierin den Frieden der Welt zu erfahren. Du, der du nun der Bote Gottes bist, empfange seine Botschaften, denn dies ist Teil der Rolle, die dir bestimmt ist. Gott hat nicht versäumt, dir das anzubieten, was du brauchst, und dieses anzunehmen ist auch nicht unterlassen worden. Noch ist jedoch ein anderer Teil deiner dir bestimmten Rolle zu erfüllen. Er, der Gottes Botschaften für dich empfangen hat, möchte auch, dass sie von dir empfangen werden. Denn so identifizierst du dich mit ihm und erhebst Anspruch auf dein Eigen. Es ist dieses Sich-Verbinden, das wir heute zu begreifen unternehmen. Wir wollen unseren Geist von ihm, der für uns spricht, nicht getrennt halten suchen. Denn es ist nur unsere eigene Stimme, die wir hören, wenn wir ihm Gehör schenken. Er allein kann zu uns für uns sprechen, indem er in einer einzigen Stimme das Bekommen und das Geben von Gottes Wort verbindet, das Geben und Empfangen seines Willens. Wir üben ihm zu geben, was er haben möchte, damit wir seine Gaben an uns wahrnehmen mögen. Er braucht unsere Stimme, damit er durch uns sprechen kann. Er braucht unsere Hände, damit wir seine Botschaften halten und sie zu denen tragen, die er bestimmt. Er braucht unsere Füße, um uns dorthin zu bringen, wohin er will, damit die, die im Elend warten, endlich befreit sein mögen. Und er braucht unseren Willen, vereint mit seinem eigenen, damit wir die wahren Empfänger der Gaben seien, die er gibt. Er braucht deine Stimme, er braucht deine Hände, er braucht deine Füße. Und dann kommt ein Signal von der Welt und du überlegst nicht lange, da gehe ich hin. Du weißt nicht wieso, aber du bist dort und indem du dort bist, weißt du, warum du dort bist. Er braucht deine Stimme, deine Hände und deine Füße. Und deshalb zweifle nicht mehr an deiner Funktion, zweifle nicht mehr an deiner Aufgabe, zweifle nicht mehr an das, an dem, was Gott dir schon längst gegeben hat. Stimme nur noch dem zu, ich bin unter den Dienern Gottes. Und dann beginnt der glückliche Traum, durch dich
sich hindurch zu bewegen. Du tust nichts mehr. Es wird getan. Du brauchst nichts mehr. Dir wird gegeben. So sehr bist du geliebt. Die Kämpfe enden, die Zweifel verschwinden, die Sorgen lösen sich auf, weil du unter der Obhut Gottes bist, weil du dich entschieden hast, den Weg der Liebe zu gehen, weil du dich entschlossen hast, den alten Konflikten kein Gehör mehr zu schenken, sondern immer wieder diese eine Entscheidung triffst. Ich bin unter den Dienern Gottes und ich bin dankbar, dass ich die Mittel habe, durch die ich begreifen kann, dass ich frei bin. Und die Welt rückt dann in den Hintergrund, während wir unseren Geist hell werden lassen und begreifen, dass diese heiligen Worte wahr sind. Sie sind die Botschaft, die uns heute von unserem Schöpfer gesandt wird. Nun zeigen wir auf, wie sie unser Denken über uns und über das, was unsere Funktion ist, verändert haben. Denn indem wir beweisen, dass wir keinen Willen akzeptieren, den wir nicht mit anderen teilen, werden die vielen Gaben, die wir von unserem Schöpfer haben, uns ins Auge springen und in unsere Hände hüpfen. Und wir werden begreifen, was wir empfangen haben. Nimm heute diese heiligen Worte. Lass dich dadurch segnen, lass dich dadurch heilen. Du brauchst nichts zu tun, als anzunehmen, was dir seit Anbeginn der Zeit gegeben wurde. Lass heute wirklich werden, wonach du dich sehnst. Lass heute wahr werden, was dich glücklich macht. Du musst nicht wissen, wie das geht. Lass heute diese heiligen Worte in deinem Geist leuchten. Lass jedes Wort, lass jedem Wort, lass alles wahr werden, was hier dir gegeben worden. Höre dem Botschafter Gottes gut zu. Ich bin unter den Dienern Gottes und ich bin dankbar, dass ich die Mittel habe, durch die ich begreifen kann, dass ich frei bin.